Jung, weg war sie. The power of the dark side, Weißt du, ich bin irgendwie langsam. War doch nicht. Was die Panzersperren da unten haben, das ist ja Wahnsinn. Das sind nämlich nur Spikes. Erinnert mich an eine bestimmte Szenerie. Ich habe gar nichts gemacht, wo ihr all. Wahnsinn. Ist ich bin seit schon 39. Ja. Ich bin immer noch 37. Okay. Ich schmeiß jetzt auch mal einen XP-Boost ein. Müssen wir hier irgendeinen töten? Ja, ne? Ja, den da. Mittelschwere Rüstung. Toll. Kann ich nicht anziehen. Herr Imperator, ich habe Schuhe für Sie. Ja, ich habe auch Schuhe für dich. Du kannst, ich krieg die Kiste nicht auf. Wenn du schon Schuhe hast, kannst du die Verbesserungen, Modifikationen und Armierungen in den Schuhen kannst du rausnehmen und zum Beispiel in eine orangene Brustrüstung packen. Haben die aber keine, oder? Also die Schuhe, die ich ihm gegeben habe, schon. Nö, bei mir nicht. Bei mir ist denn keine Armierung oder sowas drin. Boah, ich habe einen neuen Kopf bekommen. Ich habe einen neuen Fokus. Ja, aber der hat minus 13 Angriffskraft, minus 13 Schnelligkeitswert. Yeah. Hat aber mehr Rüstung, mehr Beherrschen, mehr Ausdauer, mehr Schildwert, mehr Verteidigungswert. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir jetzt rauslaufen. Nee, eigentlich nicht. Nee. Schnellreise zum Sundari Außenposten. Okay. Also ganz rechts, der. Wie lange ist denn jetzt die Abklingzeit? Null. 6 Sekunden, oder was? Nee. 6 Minuten. Das ist Abklingzeit? Ja, ich auch. Wollt ihr eure Ausstattung aufstocken? Mir wird keine angezeigt. Kann man da verkaufen? Viel Glück bei der Jagd. Hier okay. Kann man verkaufen.
Oh, was hast denn du jetzt für eine schicke Rüstung an, so ohne Umhang? Tja, das ist schon länger so. Ich war so in der Fabrik schon. Was für ein Mundschutz? Das ist gerade der neue Helm gewesen. Kann wir? Ich müsste schon dann anders sprechen. Ja, Fox, ihr braucht noch kurz. Winter. Ja. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Meine Truppen kommen durch. Großartige Arbeit. Das war die Belohnung. Mhm. Wow. Das waren die 6 Geschütze, die wir hier im Eingang zerstört haben. Was ein Eine Geier. Ausreichende Belohnung soll es geben. Na, was ein Geier. Ne, 24.000. Jetzt kann man wieder zu der gehen, mit der Beton dann am Flirten ist. Ich flirte nicht, niemals. Foxy, die Wunde, die er zugefügt hat, muss sie wohl überlebt haben. Mhm. Beim nächsten Mal fester zuschlagen. Ja, also darf, das ist nicht so leicht. Ne? Mehr Blitzer. Wir sind noch in der Ausbildung, das ist ja wohl nicht so einfach gewesen. Tja, Mittag, jetzt bin ich alleine, Blechmann. Wie bitte? Du bist jetzt alleine, der Blechmann. Oh ja. Ich zeig nämlich wieder mal Jakob. Karl rasiert. Ich habe höchst erfreuliche Berichte über euren Erfolg in der Balmoranischen Waffenfabrik erhalten. Wohlargen, dieser Narr hat euch direkt zugespielt. Der Widerstand ist ohne jeden Zweifel gebrochen. Krieg ist meine Spezialität. Der Sieg stand von vornherein fest. Ohne Zweifel sind die Sith unsere Geheimwaffe. Captain Rigel wird den Bericht schreiben. Darf ich euch um einen letzten Gefallen bitten? Meldet ihm doch bitte euren Erfolg. Sieht aus wie Herdblatt. Mhm. So wie du das sagst, ja. Mal gucken, was jetzt geht. Darth Lakris. Großmarschall Chiquetta ist besiegt und die Balmoranische Waffenfabrik ist gefallen. Ihr riecht nach Rauch und Blut. Ich möchte euch etwas zeigen. Im Namen des Senats und des obersten Kanzleramts verdamme ich ausdrücklich die Aktionen dieser abtrünnigen Soldaten auf Balmora. Sie haben ohne jegliche Unterstützung der Republik imperiale Ziele angegriffen. Der Senat schätzt den Friedensvertrag mit dem Imperium. Wie beschämend für den Senat, seine eigenen Leute im Stich zu lassen. Inzwischen hat der imperiale Geheimdienst damit begonnen, unsere Gefangenen zu verhören. Ich übergebe die Jedi an Darth Maar, um zu sehen, ob sie bekehrt werden können. Verhöre und Bekehrungen genügen nicht. Man sollte sie hinrichten, um ein Zeichen zu setzen. Alles zu seiner Zeit. Hm? Ich sammle Truppen für die Säuberung der Balmoranischen Waffenfabrik. Am Schluss.
werde sie zu meiner Operationsbasis auf diesem Planeten machen. Ohne euch hätte ich wahrlich einen anderen Stand. Habt meinen Dank für eure Unterstützung. Jetzt aber. Wenn ihr das nächste Mal Unterstützung braucht, lasst es mich wissen. Ich habe Fähigkeiten. Ich komme dir gleich darüber, ne? Ahnung habt. Ich werde daran denken. Jetzt sollte ich mich wieder dem Regieren widmen. Es gibt neue Berichte von Widerstandsaktivitäten. Solltet ihr euch entscheiden, auf Balmora zu bleiben, werde ich euch vielleicht schon bald wieder kontaktieren. Ich will die Belohnung nicht. Doch, den Erfahrungsbonus nimmst du trotzdem mit. Ja, jetzt wäre eigentlich wieder Abflug nach Sobrik. Spielfehler. Ich versuche erst die Kiste zu öffnen. Der Schippemann ist wieder da. Hat sie denn nicht erwürgt? Ja. Ja, Spielfehler. Kann man diese Kiste nicht öffnen, die ihr uns gegeben hat? Das war ein Relikt. Ach. Ja. Ich war in Kiste. Jetzt muss ich gucken, was ich hier getan habe. Schnellreise. Nach Sobrik. Oh, nein. Tschüssi, tschüss. Bye-bye! Wenn er als winkt, ne? Das ist so affig. Boah. An mir ist gerade Digi-Hummel vorbei. Und ja? Ja. Da oben tut das komische Gerät leuchten. Welches komische Gerät? So, das hier. Ja, das sind die Heldenmissionen, aber die hatten wir ja schon gemacht. Also nicht annehmen. Wie wäre ich sie wieder los? Welche waren das? Die Quest Zahltag und Feuerstern, weil die hatten wir schon gemacht. Ich meine, wir können sie nochmal machen, wenn ihr wollt. Okay, hab sie weg. Okay, jetzt geht wieder jeder in seine Helden, seine Klassenphase. Oder, nö, du nicht, wir schon. Wo musst du hin? Ach, du musst direkt auf dein Schiff, wir müssen erst noch hier rein. Oder ich muss noch hier rein, ich weiß nicht, ob ihr auch hier rein müsst. Bei mir ist es rot. Ja, ich muss hier rein. Komm doch nicht mal mit dir rein. Warum können alle da rein, nur ich nicht? Verlasst ihr uns nun endgültig? Ihr habt wohl jetzt das, weswegen ihr gekommen seid. Ich weiß die Hilfe. Geht nicht, der Zutritt zu dieser Phase ist momentan nicht gestattet. Seid aber alle da reingelaufen. Ich wollte euch auch nur auf Wiedersehen sagen und euch ein kleines Abschiedsgeschenk überreichen. Ich bin äußerst dankbar. Gute Reise, Sith. Warte, Schatz, es war eine Freude, mit euch zu arbeiten. Und nochmals danke für die Rettung meines Sohnes. Was greift denn der dich so an? Er hat sich bei mir freundlich bedankt, weil ich seinen Sohn gerettet habe. Die anderen beiden haben ihn ja abgeschlachtet, sowohl den Sohn als auch deinen Vater. Ja, und der Gesichtsausdruck nach dem Wort vielen Dank für die Rettung meines Sohnes. Also wir hätten jetzt noch 4 Heldenquests hier auf dem Planeten, die wir noch nicht gemacht haben. Wir könnten die jetzt machen oder wir können sie abbrechen und sagen, okay, das mit den Heldenmissionen gucken wir uns an, wenn wir dann Max-Level sind und wieder was davon haben. Ja, du bist der Navigator. Wir folgen dir. Ja, wir müssen einfach sagen, ob wir die noch machen wollen. Ist denn die Chance auf besseres Gear gegeben oder ist es eher so, wir machen sie, kriegen ein paar XP und das Gear verkaufen? Wir kriegen wieder diese Kisten, die blauen, wo Loot drin ist, 2 Items. Okay. Können die gerne machen. Ich warte schon seit einigen Tagen. Wie weit ist die Aussicht auf Ini?
Hier auf dem Planeten, soweit ich es bisher gesehen habe, null. Also, ich bin Verona. Dann müssen wir die Quest einfach abbrechen. Langsam, ich bin alleine. Was sagt Betonenter? Mir ist es relativ egal eigentlich. Danke, Betonenter. Und was sagt Fauxi? Ja, wenn sie uns nichts bringen, dann... Ich meine, wir werden so oder so die Missionen machen für andere Teile, die dann im späteren Questverlauf bekommen. Müssen wir sowieso die Planeten nochmal besuchen, die Heldenquests machen für andere Belohnungen. Also später kommen wir wieder hierher, oder? So gut wie auf jeden Planeten. Machen wir so später. Okay, dann auf Questlog und die Heldenmissionen aufgeben. Weil die sonst andauernd rechts erscheinen und aus Versehen klickt man vielleicht dann noch drauf. Welches waren das jetzt? Bei Balmorra die 4 Helden 2 Plus Quests, aber auf keinen Fall die Quest Ende des Widerstands, weil die geben wir ja jetzt erst ab. Wir könnten ein random Flashpoint machen. Das soll doch dazu passen, ich hab schon mal gesagt. Ich hab gesagt, die Aussicht. Wir können einfach die. Das finde ich, das passt nicht in die Story. Oder haben wir nie wieder so Story irgendwie wie das letzte Mal die erste? Mm-mm. Ach, sowas kommt gar nicht mehr. Ich weiß es nicht, ob da noch was kommt und wo die Eingänge dann tatsächlich sind. Also das ist heute mal ein richtig guter Tag für uns, was? Beim Widerstand herrscht ein heilloses Durcheinander. Der Wille der Leute ist gebrochen. Balmorra gehört fast schon uns. Das war ein Kinderspiel. Sie haben es verdient, besiegt zu werden. Da gibt das Imperium euch recht. Wir können euch gar nicht genug für alles danken. Seit Jahrzehnten versuchen wir, diesen Krieg zu gewinnen. Und ihr habt es in einem Bruchteil der Zeit geschafft. Danke. Habe ich irgendwie so ein Oberteil bekommen, was ich schon 10.000 Mal habe? Das habe ich jetzt zweimal... Was ein Crap. Bewohner von einem schwachen Planeten. Ja, dann aufs eigene Schiff. Du hast da hinten noch eine normale Quest. Weil du musst nicht auf dein Schiff, du. Das ist nämlich nicht dein Schiff. Können wir warten, oder? Wo seid ihr denn? Wo bist du? Hier vor dieser grünen Wand. Herr Imperator, du musst die Quest doch machen. Welche? Ey, da wo du gerade reingeritten bist. Da musst du die Quest ja machen. Das ist eine normale Quest. Wir müssen schon auf unser Schiff. Und ich dachte... Das ist mein Schiff hier. Hangar N60. Nein, das ist eine Quest. Deine letzte Klassenquest auf diesem Planeten. Oh, der Padawan. Der Padawan. Hey. Bin jetzt in diesem Aufzug gefahren und wo ist mein Schiff? Ich muss erst noch hinlaufen. Alles so Riesenräume. Fische, sie sieht aus wie du. Ihr kommt zu spät, Sith. Ich habe das Gespräch zwischen euch und Commander Rylon bereits an den Hohen Rat der Jedi übermittelt. Nomen Karr hat jetzt seinen Beweis. Jetzt werden Meister Karr und sein Padawan jeden einzelnen Sith-Agenten in der Galaxis aufspüren und enttarnen. Ich will euch das Vergnügen an dieser Illusion nicht rauben. Mit Vergnügen hat das rein gar nichts zu tun. Meine Beweggründe sind lauter. Ich suche weder Abenteuer noch Befriedigung. Und im Gegensatz zu euch bin ich völlig ruhig. Ihr wisst überhaupt nichts über mich. Ich weiß, dass ihr nicht sehr stark seid. Das dürfte jetzt mein Schiff sein. Viele Abkürzungen nehmen müssen. Die dunkle Seite wird euch enttäuschen, Sith.
rettet euch. Wenn ihr euch ergebt, wird der Hohe Rat der Jedi euch jede Gelegenheit geben, eure Fehler wieder gut zu machen. Spart euch euren Atem, Jedi. Ihr werdet ihn noch brauchen. Wenn ihr mich angreift, töte ich euch. Euer Sieg bedeutet gar nichts. Er nützt euch jetzt nichts mehr. Der Beweis wurde bereits übermittelt. Versetzt mir also ruhig den Todesstoß, Sith. Ich scheide in Frieden, denn ich weiß, dass ich dem höheren Wohl dienen konnte. Ich sag's euch wirklich ungern, Jedi. Ach was denn, ich genieße es. Ich habe eure Übertragung abgefangen. Die Jedi haben nichts davon mitbekommen. Ihr habt auf ganzer Linie versagt. Wie fühlt ihr euch jetzt? Freut euch nur. Das ist völlig bedeutungslos. Ich bin immer noch im Frieden mit mir selbst. Nomen Kar und sein Padawan werden euch trotzdem besiegen. Ich bin beeindruckt von eurer inneren Stärke, Jedi. Die Macht und der Weg der Jedi geben mir das Gefühl, als sei ich nur Teil eines größeren Ganzen. Ich ergebe mich meinem Schicksal. Streckt mich nieder. Ich werde mich nicht mehr wehren. Wenn ihr unbedingt sterben wollt, soll mir das recht sein. Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Wie seltsam. Sie hat einfach die Augen geschlossen und den Tod hingenommen. Die zwei Missionen, Sakharovs Verstärkung und Moga Eisfeld annehmen, oder? Egal, die Bedrohung ist nun ausgelöscht. Lord Barras will bestimmt gleich erfahren, was hier geschehen ist. Sobald ihr bereit seid, kontaktiere ich ihn von meinem Büro aus. Der Alte soll ruhig warten. Aber weiß nicht, ob in der Mitte vom Raumschiff ist auch noch ein grünes, ach ein Dreieck mit einem grünen Dings drin, aber irgendwie... Büro in der Kaserne. Dann nichts, wenn ich hinlaufe. Ja, machen wir dann klar. Pack ich in diesem Scheiß fest. Ich glaube, du musst jetzt nochmal zurück nach Sobrik und dort mit Malawai absprechen und den Rest bequatschen. Was hältst du eigentlich von Malawai? Nur so. Was du von ihm als Person hältst? Also ich dachte, Ashes wäre vielleicht auch so Doppelagent und gefährlich. Gerade weil er vorhin in der anderen Mission gesagt hat, weil ich die Antwortmöglichkeit hatte, ja, du hast sie auch gehört. Deswegen dachte ich so, der ist wohl nicht koscher. Sorry, dass wir warten müssen. Kein Problem. Das steht mir nicht zu, Lord Barras. Ich überlasse es eurem Schüler, das zu übermitteln. Dann tretet beiseite, Lieutenant. Wie schön, dass du dich zu uns gesellst. Quinn weigert sich, mir zu berichten und will dir das Privileg überlassen. Ich nehme an, die Jedi-Ermittlerin wurde aufgehalten.